got a bottle, girl going down. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar spiele ich auf dem Bergwerk Labs Server, wie man schon sieht. Und es gibt drei Neuerungen. Bergwerk Labs hat jetzt No-Cheat Plus. Das heißt, Bergwerk Labs ist jetzt ein Server, wo man sehr gut hacken kann. Ich spiele gerade 1 vs 1 Bad Wars und werde mal so ein Typ hier ein bisschen zerhacken. Und die zweite Neuerung ist, wie man schon sieht, Nova B15.2. Das ist eigentlich Nova B7 bzw. Nova B14, nur mit ein paar Modulen geedit und ich hoffe mal nicht infected, aber ich habe den Client zur Sicherheit mal in Sandbox gestartet. Und die dritte Neuerung ist, dass mein bzw. der Angriffsserver von meinem Team jetzt online ist. TeamLurax.dk ist die IP. Ich werde den gleich mal euch vorstellen, damit ihr da auch joinen könnt. Auf dem Server ist Hacken halt erlaubt, aber das werde ich euch gleich alles erzählen. In dem anderen Teil vom Video. Zuerst sieht man schon hier, man kann sich hier einfach ganz easy scaffolden. Es ist echt komisch, dass der Server das gemacht hat, weil, und wir geht halt auch, wie man sieht. Ey, jetzt geh erstmal mit deinem Gold weg. Wo ist denn das Bett? Lol. Was ist Bad? Nee. Man sieht auch hier, dieser Race Speed, der geht halt auch, ne? Lol, fast runtergefallen. Du gehst nicht einfach weg, bitte. Ah, hier ist das Bad. Ich bin so dumm. Dann gehen wir dem mal kurz hinterher. Und ja, man sieht schon, man kann hier ziemlich einfach hacken. Das ist echt easy. Oh, was habe ich jetzt noch an Behaupt? Ja, das war's eigentlich schon mit dem ersten Teil vom Video. Ich zeige euch dann gleich nochmal den Server von mir, beziehungsweise von dem Team. Ich installiere nur die Plugins und richte alles ein. Ja, wir sehen uns dann gleich auf dem Server wieder. Bis gleich. Jo Leute, wir sind zurück. Hier sieht man schon Team Lural Server. Community Server hat eigentlich auch einen ganz guten Ping. Das läuft halt nur auf einem V-Server mit 4 GB RAM. Deswegen ist der Server halt noch nicht so ausgereift. Aber wie man sieht, man bekommt einen Kompass in die Hand. Und es gibt jetzt schon 2 Spielmodusse, Bad Wars und Survival Games. Bei beiden jeweils nur eine Map, aber die zweite Map ist schon in Einrichtung. Ich bin jetzt hier als normaler Spieler mit einem random Account, also ohne irgendwelche Rechte, und gehe mal erstmal auf Survival Games, und man sieht schon, das hier ist Survival Games 4. Lol. Okay, man sieht schon, ein paar Bugs muss ich noch fixen, aber man sieht auch, man kann nicht hochfliegen einfach, denn das neueste No-Cheat ist hier installiert, aber mit Blink kann ich halt hochfliegen. Man spawnt halt in diesen Glaskästen, und das ist die Survival Games 4 Map, die man bestimmt schon kennt. Eine sehr alte Map. Da könnt ihr halt einfach zocken, wenn ihr wollt. Jetzt gerade ist halt, kann ich halt nicht starten, denn der Server braucht 2 Spieler zum Starten. Ich würde euch mal kurz noch Bad Wars zeigen. Genau, da gibt es jetzt auch eine Map. Ich schätze mal, ich habe keine OP-Rechte. Nein, habe ich nicht. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich OP-Rechte habe mit dem Client. Bis gleich. Ja Leute, ich bin zurück. Man sieht schon, ich bin jetzt OP. Und ich gehe einfach mal in Bad Wars rein, um euch die erste Map zu zeigen. Starte wir mal das Game, obwohl ich alleine bin. Und man sieht schon hier, das ist das, die Kingdom Map. Die kennt bestimmt auch der eine oder andere. Genau. Das buggt halt hier ein bisschen rum. Ich bin nicht mehr auf dem Bergwerk Labs Server. Ich zeige euch einfach mal kurz, das hier ist das neueste No-Cheat. Aber ich kann, also ihr könnt nicht damit rumfliegen, außer ihr habt einen Bypass. Aber das haben die meistens Kleines noch nicht, aber man sieht schon, B-Hop und so weiter geht. Aber ich habe OP-Rechte, deswegen kann ich hier halt rumfliegen. Ich
kann einfach das Slash Fly, ach nee, kann ich nicht. Man sieht schon, man hat vier Teams hier. Das ist das ganz normale Battle Wars Reloaded Plugin, was bestimmt viele kennen. Ich hatte keine Lust, jetzt ein eigenes zu coden. Und man sieht schon, die Betten sind, wenn man hier hochgeht, sind die hier. Also jetzt ist hier halt kein Team, deswegen ist hier auch kein Bett. Aber es ist halt Bad Wars und Hacken ist hier erlaubt, wie schon gesagt. Also ihr könnt hier joinen und gerne mit anderen Spielern hacken bzw. spielen. Und das Bronze spawnt halt hier in der in eurer Base. Das Iron spawnt hier. Und oh lol, da ist einer auf den Server gekommen und das Gold spawnt halt hier. Ich bringe mich mal kurz um und zeige euch dann, dass das auch alles geht. Ja, Slash Hub geht halt noch nicht, weil an dem Lobby-Plugin arbeite ich halt gerade noch. Ja, wie gesagt, ihr könnt hier einfach joinen und spielen. Der Viper-Code ist jetzt auch gerade im TS. Genau, die Maps halt, die Map hat halt vier Teams. Da könnt ihr gegen andere Hacker spielen, wenn ihr wollt. Und man sieht auch schon, No Cheat ist das Neueste drauf, aber offensichtlich doch nicht, weil das bypasst halt auf diesem Server. Genau, ich würde dann sagen, wir sehen uns gleich in der Runde Skywars wieder. Bis gleich. Jo Leute, wir sind zurück in Skywars auf Hypixel. Um mal zu testen, wie der Client sich hier so verändert hat, aber ich schätze mal, der das weiterentwickelt, hat nicht sehr viele neue Module geaddet. Oh lol, mehr gibt's einfach nicht. Deswegen teste ich mal kurz die Kill-Aura und so weiter. Ich will jetzt kein Vanilla-Fly nehmen, weil sonst wird man immer ziemlich schnell gebannt. Automatisch. Lol. Easy, ne? Dann gehe ich mal zu dem hier. Und es gibt eigentlich noch eine Neuerung. Und zwar entwickeln zwei Leute aus meinem Team jetzt einen Lyrax-Client. Der eine, der ist schon ziemlich weit, also man kann schon sagen, er ist weit. Er hat jetzt einen neuesten Bypass für Glide. Lois. Und er hat auch. Oh, scheiß Teil. Und er hat auch. alles klar, einfach direkt gebannt. Und er hat auch Step Bypass, soweit ich weiß. Und die Clora, die wird halt noch ein bisschen besser gemacht. Die ist noch nicht so gut. Ich glaube, ich zeige euch einfach mal noch den Client. Den hat er mir schon geschickt, also die erste Beta-Version. Wir sehen uns dann gleich in dem Client UI wieder. Bis gleich. I never fade, laying bitches on the ground and say some shit I never.